aussieht, riecht es mir. So. Haben wir Büsche auch schon. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Aber eigentlich wäre am wichtigsten Redstone tatsächlich. Und Lapis. Lapis wäre auch nicht schlecht. Diamanten wäre natürlich auch schön. Auch schön. Aber ich will jetzt natürlich nicht übertreiben. So. Da ist noch Eisen. Da unten habe ich Kohle übersehen. Da ist auch Eisen. Wunderbar. So. Das Eisen da drüben. Ich habe meinen Dirt ausgetauscht. So. Oh. So. Jetzt komme ich wunderbar an das Eisen. Da oben ist auch noch Tin. Das blaue Tin. Nicht das rote, nicht das weiße, nein, das blaue. Und noch mehr davon. Oh Gott. Ich dachte schon, es geht jetzt in die Hose. Ah, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Ich sitze. Aua. Ich habe mit meinem Kabel von meinem Kopfhörer gezogen. Ich sitze etwas unbequem, weil der Stuhl so wahnsinnig unbequem ist. So. Ups. Und Fackel. Und. Ach, hier sind wir. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ich ignoriere das einfach. Das ist ja cool. Was ist dann schon wieder mit der Höhle? So ein bisschen Fahrt. Und wir haben nur 8 Redstone oder so. Na gut. Jetzt sammeln wir erstmal den Kappes hier ein. Natürlich. Na. Ist da noch Kohle drin? Da ist noch Kohle drin. Das sieht man hier immer so schlecht. Da haben wir noch ein bisschen was. Ich hätte eigentlich, eigentlich könnte ich mal mit Tree Farming anfangen, aber das ist natürlich unfassbar langweilig. Da oben sind noch Büsche, da unten geht es noch rund. Oh, vielleicht war es doch, das ist doch noch nicht mit der Höhle. So. Ich gehe erstmal darüber. Da ist Redstone. Ja. So viel zu, ich gehe erstmal darüber und nicht darunter. Aber Redstone hat mich gerade gelockt. Und Lapis! Ja, wunderbar. Weil ich hätte auch gerne eine Spitzhacke mit Glück. Und dafür brauche ich Lapis. Ganz, 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 ganz viel Lapis. Und ich habe schon wieder keinen Platz. So, die Büsche haue ich damit rein. Iron, den da, den da. Das da, die da, das da. Das da. Den Salz eigentlich auch. Was ist das denn? Salpit? Ach so, ich dachte, das ist Salz. Die Kohle kann ich
auch da reinhauen. So, jetzt habe ich wieder Platz. Und voilà. Ich kann die Kopfhörer, wenn ich privat unterwegs bin, stundenlang tragen. Kaum sitze ich hier am PC und nehme auf, tun sie mir nach 10 Minuten weh. Ah! Guck mal, wo wir da sind. Das ist nochmal Redstone. Oh. Das ist ja magere Ausbeute. Hier ist das da. Von der anderen Seite jetzt, da wo ich die Kohle nicht mitgenommen habe. Die Kohle nehme ich jetzt auch nicht mit. Upsi. Ich werde auch irgendwann noch diesen Belt machen. Dass ich. Uch. Da. Dass ich in meiner Inventarleiste ein bisschen mehr Platz habe. Weil es ist doch ein bisschen. Das Inventar von Minecraft ist echt verdammt klein. Jetzt, nachdem es so viele Sachen gibt. Und ich muss wirklich nach diesen Baumwollepflanzen gucken, damit ich mir die Big Backpacks machen kann. Und auf eine Fahrradreise müsste ich auch mal gehen. Ich müsste allgemein mal ein bisschen reisen, weil bis jetzt bin ich noch nicht so weit gekommen. Ich habe das Fleckchen gefunden, bin da geblieben und habe gleich gebaut, ohne groß noch zu gucken. So. Ich muss auch mein Dorf noch auf der Karte umbenennen. Ich glaube, da heißt entweder noch ich oder Domino. Wäre sonst doof. So. Mein Redstone. Was mitgenommen? Halt, also noch. Ich bin eigentlich immer nie großer Fan gewesen von diesen Höhlentouren, weil ich die immer unfassbar langweilig finde. Das sagen wahrscheinlich dann einige von euch wieder, oh, da macht doch die Monster an, aber nein. Dann ist es auch nicht langweilig und so, aber wir haben da noch etwas Schwierigkeiten mit dem Server. Ich habe es zwar noch nicht neu ausprobiert, weil ich jetzt heute wirklich einfach nur aufnehmen wollte. Und nicht groß rumprobieren, weil wir nämlich sonst out of Folgen sind. Die letzte ist nämlich gestern rausgekommen und ich nehme jetzt gerade einen Tag vor, bevor die nächste Folge rauskommen muss, nehme ich gerade auf. Und ja, ich muss noch rendern, ich muss noch schneiden, ich muss noch das Thumbnail machen. Gut, es geht jetzt relativ flott, aber es sind trotzdem wieder Dinge, die man tun muss. Und nachdem unser Internet so unfassbar... Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich es schaffe, die heute rauszuhauen, weil unser Internet einfach richtig ätzend ist. Wir haben umgestellt auf Glasfaser. Und ins Internet komme ich mit meinem Handy gar nicht, weil unser WLAN uns permanent rausschmeißt. Alle 2 Sekunden leuchtet dann auf meinem Handy auf, sie sind jetzt verbunden mit dem WLAN. Und im WLAN bin ich trotzdem nicht. Und dann schmeißt mich wieder raus, dann bin ich wieder im Datenvolumen, dann habe ich wieder WLAN. Und wenn ich dann irgendeine Nachricht in WhatsApp losschicken will, dann dauert es 5 Minuten, bis sie mal weggeschickt wird. Und dann bekomme ich nur alle gefühlt 10 Jahre, wenn der Mond senkrecht zu sonst was steht, eine Nachricht zurück, weil mein Handy wieder im Internet ist. Das ist so zum Kotzen. Und das einzigste technische Gerät, das was einigermaßen stabiles Internet hat, ist mein PC. Aber dieses stabile Internet, das mein PC hier hat, ist halt einfach langsam. Ich wollte schon langweilig sagen, das ist es auch, aber es ist einfach sau langsam.
Jetzt muss ich die Tage, da ist irgendwo Wasser, klären. Woran das liegt. Es geht nämlich einem tierisch auf den Sack. So, hier habe ich Redstone vergessen. Habe ich schon mal erwähnt, dass es immer klug ist, nach unten zu bauen. Da ist noch irgendwas Komisches in der Wand. Tin. Ach, das braune Tin. Halt. Eisen? Eisen übersehe ich immer so halb. Sehe ich immer nur so aus dem Augenwinkel noch so blitzen. So. So. So, 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 so. Da habe ich auch noch Redstone. Das wird auch keine sonderlich lange Aufnahmesession. Also es wird hier nicht, heute hier nicht so viel passieren. Außer, dass wir in der Höhle unterwegs sind. Gebaut wird es beim nächsten Mal wieder. Da habe ich Eisen. Weil es ist doch schon ziemlich spät und ich will meinen Biorhythmus nicht aus dem Takt bringen. Vielleicht habe ich morgen die Muße dazu nochmal aufzunehmen. Wenn ich nicht morgen komplett mit Schneiden beschäftigt bin. Huch, hier war ich noch gar nicht. Noch nie. Ach, da oben geht's hoch. Das sollte ich vielleicht markieren. So. Huch. Silber. Wow. Silber hatte ich glaube ich noch gar nicht. Was, ich habe es irgendwo unbewusst in meiner Höhle gefunden. Tin. Das weiße Tin. Black Granite ist so mega ätzend, weil du da nie was siehst, selbst wenn du Fackeln anhast. Ich sollte auch vielleicht langsam mal mein Lager bauen. Also stehen jetzt dann bald 500 Milliarden Millionen Kisten vor der Tür. Aber wo baue ich das hin? Weil ich will es irgendwie nicht unter das Haus bauen, weil es passt da einfach nicht rein. Ich weiß nicht. Weil sie sind ja sozusagen, die Bewohner sind ja erst, nachdem wieder einigermaßen Frieden geherrscht hat, rausgekommen. Und da kann ich nicht ein fettes Lager unter das Haus bauen. Das passt nicht. Deswegen müsste ich es fast da in die Höhle reinbauen. Aber ich weiß da nicht wo. Zumal wir unter unserem Haus diese Höhle hier haben. Ich bin jetzt irgendwie nicht so scharf drauf, die Höhle zu bauen. Mit Höhlen bauen ist immer irgendwie nicht so. Es ist manchmal sehr praktisch, wenn du große Räume ausheben willst. Aber ja. Es ist halt manchmal auch sehr unpraktisch, weil du dann wieder Wände hochziehen musst, damit es nicht in die Höhle reingeht. Und dann, dann passt es da wieder nicht und dann musst du das wieder ändern und nee. Das weiße Tin. Silber? Nein, Quatsch. Silber. Eisen. Ich bin immer noch überlegen, wo ich das Lager hinbaue, gerade im Kopf. Weil ich habe mir das so ähnlich vorgestellt wie in der Bibliothek. Vielleicht hinterm oder unterm. Unterm Weizen? Ach stimmt, ich habe keine Fackeln mehr. Das ist Quatsch, hier muss ich hin. Ein paar Fackeln. Und das hier direkt wieder aufräumen. Das kann ich da drauf stecken.
Die kommen hier hin. Ach, falscher Rucksack. Der Rucksack ist hier. Wenn ich unten drunter war, habe ich natürlich die Chance, dass ich auf eine Ebene komme, wo ich auch beim Höhlenausbauen auf Redstone und Lapis und Diamanten und so stoße. Weil wir sind tatsächlich schon ziemlich weit unten damit. Das glaubt man gar nicht. Als ich das Ding ausgehoben habe, habe ich mir über sowas noch keine Gedanken gemacht. Merkt man kaum. Nee, aber ich glaube, ich mache es wirklich. Ich mache es wirklich unterhalb vom Feld, dass ich da hinten drin nochmal so einen Gang mache und dann geht nochmal so eine Treppe runter. Beziehungsweise da mache ich eine Leiter hin, da mache ich keine Treppe hin. Nochmal so eine Leiter runter ins Lager. Die Wege sind halt dann immer enorm lang, die ich da zurücklegen muss. Aber wir haben uns geeinigt, dass wir Zeit haben. Tschüss. Na gut, recht viel weiter geht's hier nicht. Oh, wobei. Ich bin hier übrigens nie wieder raus. Ich habe in Minecraft den Orientierungssinn wie ein Stück Brot. Da ist ein Haufen Kohle. Nochmal Kupfer. Ich hoffe, ich bin mittendrin nicht einfach zu leise, weil ich ständig von meinem Mikrofon weggehe. So. Hoppala. Den einzigen Block, wo keine Kohle drin ist, den hau ich an. Ich sehe halt auch einfach nichts bei den Blöcken. Da ist doch mal was anderes. Tin. Nochmal Tin. Das weiße Tin. Und natürlich Kohle. Das war nochmal der schwarze Granit. Da. Ach Gott, ich werde langsam müde. Dieses monotone Rumklopfen in der Höhle ist irgendwie nicht spannend. Weder für mich noch für euch. Und ich will auch gar nicht wissen, wie es euch geht, wenn ihr mir dabei zuguckt, wie ich einfach nur Steine klopfe. Ich schlafe schon fast ein dabei. Da oben ist noch blaues Tin. Erstmal das hier. Ich lasse die Restkohle jetzt hier liegen. Schande über mein Haupt. Nee, Silber. Kommt auch noch mit.